Stadt Biel ist dicht befahren. Trotzdem sehen sämtliche politische Parteien die Seeland-Tangente nicht als Lösung des Problems und sie erleichtern am Nein. Ich finde, diese Studie hätte es eigentlich nicht gebraucht. Sie hat jetzt mit Zahlen untermauert, was man eigentlich schon lange gewusst hätte. Aber unterm Strich finde ich, es ist eigentlich eine Zeit- und eine Geldverschwendung, dass man die Studie gemacht hat. Die Neuigkeit hat uns nicht überrascht. Wir haben die Antwort doch schon seit einer Weile erwartet. Wir haben gewusst, dass die Seeland-Tangente nicht wirklich umsetzbar ist. Jetzt haben wir eine klare und eine offizielle Antwort und müssen Richtung Zukunft schauen. Wir haben viel Zeit verloren. Die FDP und die SP haben die gleiche Meinung wie die SVP und die Grünen. Die drei Varianten von Seeland-Tangente lösen das Verkehrsproblem von Biel nicht. Da hört die Einigkeit aber dann schon auf. Sie alle vertreten andere Ansätze, wie die Verkehrssituation zu Biel zu verbessern sei. Die SVP will so schnell wie möglich handeln. Für Patrick Wittmer ideal wäre ein Tunnel. Seit ich ein Kind bin, höre ich Leute von dieser Umfahrung reden. Ich denke, ich werde sie nie brauchen können. In Politik muss es jetzt aber vorwärts gehen und jeder muss begreifen, dass es eine Umfahrung braucht. Ohne die kann Biel nicht schnaufen. Und wenn Biel nicht schnaufen kann, geht auch die Wirtschaft ein. Biel hat jetzt schon ein Finanzproblem. Wenn man beim Verkehr keine Lösung findet, geht das gar nicht. Wenn man keine Lösung auf der Zirkulation findet, ist es ein No-Go. Oder sogar der Tod der Stadt Biel, findet die SVP. Anders sehen die Grünen. Für einen Verkehr zu entlasten, braucht es keine neue Strasse. Man müsste das Geld anders investieren. Die Lösung liegt in dem, was eigentlich das Reglement für die Förderung von Fuß- und Veloverkehr und öffentlichem Verkehr von der Stadt Biel eigentlich aussagt. Wir müssen den motorisierten Verkehr plafonieren oder sogar versuchen zu verringern, damit er eben verlagert wird aufs Velo oder auf den Fußverkehr oder auf den öffentlichen Verkehr. Zum Beispiel muss man wissen, dass ein Drittel vom ganzen Autoverkehr das sind Distanzen von weniger als 3 Kilometern. Also da hat es ein riesiges Potenzial von Verkehr, wo man kann, auf Fuß-, Veloverkehr oder öffentlichen Verkehr kann verlagern kann. Der dichte Verkehr auf der N5 zwischen Neuenburg und Biel beschäftigt uns also noch weiterhin. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht.